Österreich. Jetzt geht die Marullensaison schon langsam zu Ende, was ich sehr, sehr schade finde. Aber einmal, da machen wir noch ein ganz feines Marullengericht, nämlich Marillencrumble mit Karamellschokolade. Und da habt ihr die Zutaten dafür. Übrigens ein ganz schnelles Gericht. Ich habe Marullen gewaschen, entsteint und ein bisschen aufgeschnitten. Wir brauchen für die Form ein bisschen Butter und dann Kokosblütenzucker, karamellig. Dann die guten Zotter Karamellglühbirnchen, ganz wichtig. Ich brauche dann für die Crumbles Mehl natürlich und ich habe mich entschieden für Dinkel und Hafer 1:1. Ein Kokosblütenzucker und ein Butter. Abgesehen davon, dass das ganz eine himmlische Nachspeise ist, ist ja von der gesundheitlichen Seite her interessant. Es sind viele Marillen drin. In den Marillen sind Beta-Carotine, die im Körper in Vitamin A umgewandelt werden können. Und das ist gut für Augen und Haut. Und außerdem sollen Marillen die Stimmung heben, die Konzentrationsfähigkeit steigern und auch gegen Müdigkeit gut sein. Und dann geht es weiter mit dem Dinkel. Da hat schon die Hildegard von Bingen gesagt, er sei gut für den Bauch des Menschen und erhelle auch seine Seele. Also besser geht's nicht. Und der Hofer ist sowieso bekannt dafür, dass er bekömmlich ist und auch eben gut für Nerven ist. Also alles zusammen ein gutes Launegericht, das Schokolade glücklich macht, wissen wir eh. Ja, und die Butter. Fett ist auch immer gut. Sein Geschmacksträger. Dass das Ganze auch ganz schön Energie beinhaltet, also Kalorien braucht man jetzt nicht wegleugnen. Deshalb muss man nicht gleich die ganze Reihe auslöffeln, allein schauen, dass einfach mehr Leute daheim sind, wenn man das macht. Und eine kleine Portion, sagt man halt so, ich weiß nicht, kennt niemand, der eine kleine Portion davon isst, aber das sei auch gesagt, ja, dass man halt sparsam dann damit umgeht. Die Zubereitung ist wie gesagt mutzmäßig einfach, geht total schnell. Das heißt, wir werden mal das Rohr einschalten auf 180. Und die Kerneln gemahlen. Und da ist wichtig zu sagen, der Hafer ist recht fettreich und wenn man den allein mahlt, das backt nicht jede Mühle. Deshalb mische ich ihn meistens mit einem härteren Getreide, eben da in dem Fall den Dinkel. Also mische ich richtig unter und nachher geht das schon. Das Mehl wird jetzt mit dem Kokosblütenzucker vermischt. Jetzt schneide ich da die kalte Butter, das ist wichtig, in so kleine Würfel eine. Wenn die Butter nämlich zu lang heraus war und weich ist, dann lassen sich die Krümel nicht mehr so gut wurzeln. So, und jetzt einfach mit den sauberen Händen da so diese Crumbles, also so durch die Finger durchreiben einfach. Übrigens hat der Kokosblütenzucker auch noch den Vorteil, dass er den Blutzuckerspiegel nicht so auftreibt wie herkömmlicher Zucker. Das macht man einfach so lang, bis das ganze Mehl sich mit der Butter zu solchen Krümeln verbunden hat. So lang soll man da mit dem warmen Finger auch nicht drin sein, sonst wird die Butter zu weich. Im nächsten Schritt wird die Form mit Butter ausgestrichen und mit Kokosblütenzucker bestreut. Jetzt kommen die Marullenstückchen rein. Und jetzt diese feinen karamelligen Dinger da. Ihr könnt je nach Geschmack andere Glühbirnchen annehmen. Es gibt da schwarze, es gibt weiße, es gibt vegane, also sogar fruchtige, aber das ist halt ein Karamellcrumble. Da kommen die karamelligen rein. Ich strahle jetzt noch einmal ein ganz bisschen von dem Kokosblütenzucker drüber. Wenn ihr recht saure Marullen habt, müsst ihr ein bisschen mehr davon nehmen. Wunderbar, und jetzt obendrauf die Crumble-Schicht. Und jetzt ab damit in den Ofen. So, auf mittlerer Schiene habe ich den Rost. Zeit ist um, etwa eine halbe Stunde. Und die ganze Küche duftet schon ganz herrlich nach Karamell, Butter und Marillen. Mmh. Das blubbert. Man, ist das ja ein Geruch. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen runterkühlen lassen. Optimalerweise soll er ein bisschen warm sein und ich serviere ihn dann mit Schlagobers. Jetzt hat er genau die richtige Temperatur und ich freue mich schon so richtig aufs Kosten. Jetzt haben wir da mal eine. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Werkzeug habe. Schickfalle geht noch. So. Ich tue ein bisschen Staubzucker auf. So ein weißes Hauberle macht sich gut.
Und ein Schlagobers muss auch sein. Da habe ich jetzt ein bisschen Minze vorbereitet. Ein bisschen was Grünes und eine Malven. Und jetzt ist es soweit. Es wird gekostet. So, das alles oben ist. Einmal rollen. Also diese Karamellbirnchen, die machen sich super gut da drin. Ein Hofer schmeckt hier außer. Es ist herrlich. So schlock ist so. Habe ich mich so freut. Jetzt hoffe ich, dass ihr auch so freut habt damit wie ich. Es ist schnell gemacht und es schmeckt, ich glaube, echt jeden. Und wie gesagt, gesund ist das auch noch ein bisschen. Vielleicht schaut das nächste Mal auch wieder einer mit dazu rein. Also bis dann. Für dich.